Angesichts des bisherigen Verlaufs wäre dies für einen von euch zur echten Herausforderung. Genau, jetzt haben wir noch eine andere Art von Würfel, ne? Genau, das ist so ein Linsenprisma-Würfel quasi, ne? Ja. Mit dem man... Was macht der? Was kommt Laserstrahlen ablenken kann. Ja, aber genau, den hier müssen wir... Du hast ihn gerade, gell? Mach du mal. Ich wollte nur mich selbst schützen. Achso. Tanz, Junge, Tanz! Ja, ich bin mal davon ausgegangen, dass man dadurch sterben kann, aber... Ich glaube, im Singleplayer kann man das auch. Meinst du? Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Wie weit hast du denn Singleplayer eigentlich schon gespielt? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gezählt. Also, wo bist du denn ungefähr? Ich glaube, Steam hat angezeigt, dass ich 6% geschafft habe oder so. Wow. Also nicht so viel. Das habe ich vorhin schon nicht so richtig verstanden, was hier passiert. Also hier drüben, draufstellen. Hier genau, hinten da drüben sind so lustigen Maschinengewehrgeschütze vom ersten Teil auch noch. Wollte ich gerade sagen, die kennt man wohl aus dem ersten. Das hatte ich zerquetscht. Ich habe es gesehen. Ich stelle mich mal drauf. Und die versuchen dann auf uns zu schießen, ne? Wenn. Nee, genau. Nicht. Doch. Ja, weil wir jetzt noch hinter der Scheibe sind. Aber wenn wir jetzt hier vorbeigehen, dann siehst du, fangen sie schon an. Und wenn sie uns erfasst haben, dann... Ja. Aber wir brauchen als erstes mal noch einen Würfel, ne? Genau. Wo ist der? Der ist hier. Ah, also, ja. Knopf zum Würfel müsste ich da drüben. Da kommt er raus. Hier wieder drauf und du lenkst die Laserstrahl. Genau. Ja, der Laserstrahl geht hier durch die Glasscheibe. Und da können wir die jetzt hier schön in Brand setzen. Monster! Die gehören zu uns! Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Ja, und es muss jetzt hier durch. Ne, wie war das? Ich mach hier und hier. Dann mach ich hier und hier. Genau, und dann haben wir dadurch da hinten den Laser jetzt quasi vierfach umgelenkt. Sieht schön aus. Und diese Treppe ist hier hochgegangen, die war vorher noch nicht da. Mhm. Ja. Ja, durch die Grundprinzipien des Spiels können wir ja echt ein bisschen durchhuschen. Würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Hier am Anfang können wir durchhuschen, das ist ja jetzt noch nicht die Herausforderung. Und auch, glaube ich, nicht ganz so spannend, da jetzt zuzugucken. Das Schlimmste an Rätseln ist es, wenn man die Lösung kennt und andere dabei zugucken muss, wie sie noch auf die Lösung kommen. Ach so, du meinst für Zuschauer quasi? Ja genau, kennst du das? Das ist natürlich, du hast recht, kann sehr frustrierend sein. Ja. Wenn man nicht eingreifen kann, wenn man sagen will, da ist es doch. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. So, also hierfür brauchen wir anscheinend wieder so einen Prisma Linsenwürfel. Genau. Und was ist da? Ein Prisma Linsenwürfel. Genau, da müssen wir hin. Das heißt, ich gehe jetzt mal darüber. Ja. Genau, letztes Mal war ich da drin. Für die Zuschauer ist es, glaube ich, aber auch schöner zu sehen, wie du zerquetscht wirst. Warte, ich mach runter. Jetzt laufst du weiter geradeaus. Noch eins. Stopp. Ja. Ja. Oh, ich Idiot. Was? Du hättest hier ein Ding machen müssen. Ich hätte ein Portal machen müssen, gell? Das heißt, du musst mich erst wieder hochlassen. Nee, du hast doch hier schon eins, oder? Okay. Du hast recht, ja. Da drüben ist eins. Genau. Und jetzt, Geh ich da runter? Ja. Die Bank. So. Hier ist der Würfel. Und jetzt, Ui, das war knapp. Orange, du hast Blue gerade eine wichtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Dafür erhältst du 17 Kollaborationspunkte. Yay, ich hab mehr Kollaborationspunkte als du.
So, wie mache ich jetzt mal dahin, dahin, dadurch? Ja. Problem. So. Okay, okay. Geradeaus, 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 geradeaus. Stopp. Weiter, 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 weiter. Erinnert an so eine Spielshow, gell? Was ist da der Würfel? Ja. Was machst du? Ach da, ach cool. Mhm. Okay, jetzt bringe ich den uns zurück. Genau. Kannst du hier... Nö, du kannst Portal einfach durch das Portal schmeißen. Aber jetzt mach auch die richtige Farbe, ne? Ja. Hab ich. Tschu. Und ich komme auch zurück. Ja. Yeah, okay. Nice. So, dann wo müssen wir den hinlenken? Wahrscheinlich, ach genau, das hatten wir schon. Gibt doch nur hier, oder? Genau. Aber ich glaube, du musst ein bisschen genauer, oder? Ah ja. Okay, ich lege jetzt einfach mal ab. Okay, also so nicht. Das war ein bisschen schräg, gell? Ja, du musst da... Einfach gerade. Lass mich das machen hier. Okay, mach du mal. Ah ja, gut, jetzt sehe ich ja auch, dass es total daneben ist. Du machst da oben. Passt das? Ah, nee. Ah ja, ich sehe es ja selbst. Hä? Stimmt das hier so? Warte, ich muss meins noch weiter hoch machen. Ich komme gerade gar nicht mehr klar. Das habe ich vorhin schon nicht gecheckt, was da passiert. Also, ach, ich... Hast du es nicht gelöst? Also, ich muss hier rein. Und... Dann weißt du, wir müssen hier doch gar nichts machen, oder? Doch, wir müssen hier hinten die Tür aufmachen. Ja, aber dafür muss der Laser doch einfach, warte, hier rein, ne? Richtig. Dann mach doch du hier oben noch ein dunkelblaues Portal und dann geht der Laser doch da rein. Nee, nicht da, sondern... Jetzt musst du hier rechts oben eins hin machen, mach doch du einmal eins rein. Ja, dann, nee, mach hier ein dunkelblaues Portal. Ein dunkelblaues? Ja. Hab ich gemacht. Siehst du? Und jetzt, warte. Ich hab schon wieder, eigentlich, ich hab nur A gesagt, ich hab's trotzdem nicht verstanden. Das ist aber auch egal. Wir haben um eine Ecke zu viel gedacht. Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Ich hab's echt wieder nicht verstanden. Orange, du hast zum Beispiel eben 2 Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Was? Das macht sie nur, um dich zu verunsichern. Also, das sagt sie. Das hat sie auch geschafft. Ja, wir hätten gar nicht da über 2 Wände den Laser lenken müssen, sondern, weißt du, einmal... Ja, das genau, weil es hat mich auch eben verwundert, dass dein Portal gar keinen Ausgang hat und es trotzdem funktioniert hat. Du musst anfangen, in Portalen zu denken. Das ist kein Wettbewerb. Aber wenn es das wäre, dann würde Orange gewinnen. Ist aber keiner. Sie hat mich viel lieber als dich. Weil ich dick und klein bin. Ah ja, gut zu wissen, dass jemand hier drauf. Orange erhält 5 Kollaborationspunkte. Mach du diesmal den Laser. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wie du es gemacht hast. Ich bin nur durch das Ding gelaufen. Also hier ist der Laser. Ich lasere das da. Genau. Das da. Dann geht lass es dich hoch. Hochkommen. Ja. Lass es ganz hoch gehen, sonst haben wir ein Problem. Ja. Gehst du da drauf? Jetzt. Ja. Mach ich dir das da hoch? Ich mach mir selbst ein Portal. Genau. Hep. Warte. Lass es erst weiter hochgehen. Ja. Und jetzt kannst du da drüben den Laser hinmachen. Das klappt locker, oder? Ich lass dich lieber mal hochfahren. Okay, mach schon. Ich dachte schon, du willst mich an der Decke zerquetschen. Geht das? Ja, ne? Ja. Okay, cool. Und jetzt? Und, wo geht's denn da hin? Siehst du das? Was, wenn du meinen Bildschirm anmachst? Ich weiß es nicht. Aber jetzt muss ich noch rüberkommen, ne? Ja, warte, ich mach dir ein Portal. Genau. Da kommst du ja alleine hin. Ja. Jetzt bin ich da. Juhu! Als unparteiischer Beobachter des Ganzen wäre es unfair, mein bevorzugtes Mitglied eures Teams zu benennen. Ich könnte aber einen Hinweis geben. Das weniger bevorzugte Mitglied würde ihn wahrscheinlich eh nicht verstehen. Reimt sich auf Schuh. Orange, du machst dich sehr gut. Blau? Reimt sich auf Schuh? Wie kann man die Übersetzung nur so lieblos gestalten? Stimmt. Ich meine... Also die Synchro ist eigentlich sehr gut, oder nicht? Also insgesamt jetzt, außer das war natürlich jetzt gerade ein bisschen...
Ja, nicht so funktioniert, aber. Aber obwohl sie nennt uns ja auch Orange und Blue, sie nennt uns ja nicht Orange und Blau. Wirklich? Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Orange zu dir, ja. Der nächste Test ist so gänzlich anders. Oh. Ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Hier waren wir noch nicht. Stimmt, aber letztes Mal aufgehört. Für uns ist das jetzt komplettes Neuland. Das ist spannend und ist gleich auch sehr dunkel. Hinter den Kulissen. Lässt du mich vorbei? Ja, würde ich, aber... Ach so, ja. So spannend ist es ja gar nicht. Wahrscheinlich sollen wir da runter. Runter? Ah ja, runter ist immer... Ah, guck mal hier, hier. Ist da nicht... Können wir da ein Portal... Ah ja, hier können wir ein Portal setzen. Mach du mal, geh mal durch. Ah, du musst jetzt aber mit, sonst ist das Portal weg, oder? Ja, geh du mal durch die dunkle Gasse da. Wow. Ist das ein Disk? Ah, ein Whiteboard. Ich habe mir jetzt selbst ein Whiteboard geholt und es sieht ungefähr genauso aus, nur ohne die mathematischen... das mathematische Zeug. Do not trust her. Security throw disconnect when hope. Hä? mit her meinen die Leute, mein der für Countdown. F für Countdown drücken. Was, wieso ein Countdown? Da ist F ist doch ein... Gut, gucken wir weiter, oder? Ah, hier sind zwei... Wir müssen wahrscheinlich diese beiden Dinger hier gleichzeitig... Ach, gleichzeitig. Geht's hier mal runter? Was? Ach, F gedrückt halten. Siehst du das? 3, 2, 1. Ah, jetzt versteh ich's. Ja, hat's was gebracht? Nee, das ist nur zum Anzählen. Wir beide machen das einfach mündlich. Ja, jetzt. Ah, ja, wenn du kein Voice-Chat hast, dann ist es natürlich unglaublich gut. Ja, dann 3, 2, 1, jetzt. Jetzt ist es auf. Geklappt. Ja, oh, jetzt ist wieder zu. Wir müssen uns sehr beeilen, ne? Okay. 3, 2, 1, go! Geschafft. Yeah. Sehr gut. Da ist eine riesen Laserdisc. Die müssen wir wahrscheinlich dann da drüben einlegen. Wir verkratzen sie vorne. Aber wir können sie nicht mitnehmen, also müssen wir da drüben wieder zurück aufmachen. Ah. Zurückgehen. Ja, ich habe schon gedacht, wir kommen nicht mehr zurück. Aber das sind wir. Yeah! Home Video. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absoluten und herrenlosen Tests. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte es übrigens für einen Mangel. Haben wir gerade verloren, oder? Nee, sie hat uns weiter ins nächste Level geschickt, glaube ich. Haben wir sogar zerstört worden? Ja, das hat sie aber auch angekündigt. Ach, und jetzt setzt sie uns wieder zusammen? Ja, hoffentlich. Ich vertraue ihr nämlich. So. Hoch! Yeah! Schluss jetzt. Was, wenn das so bleibt? Die Remontageeinheit muss ein Problem haben. Machen wir einige Tests und schauen mal. Ja, wunderbar. Wir haben das erste Level erfolgreich bewältigt und da drüben tut sich das zweite auf. Ich würde vorschlagen, dass wir hier eine kleine Trinkpause machen und uns dann zum nächsten Teil Let's Play Together Portal 2 zurückmelden. Sehr gut. Dann bin dabei. Bis gleich. Ciao.